Ja, wie versprochen, die neue Karte von Kalle, Sankt Kalle ist das, ein gutes Stück. Basiert, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, auf ein bisschen auf die Frühlingskarte, ne? Es ist hier auf jeden Fall, hat das starke Ähnlichkeit. Also jetzt von der Stadt mit den Dings, hier ist der Shop und so. Sonst war ja der Hof ursprünglich hier mal. Es ist jetzt die Grundkarte, ne? Aber ich habe schon so ein bisschen Rüberflug gemacht, damit das nicht zu doll hakt, weil ich habe die erst bekommen vor ein paar Stunden. Also muss man schon sagen, ist richtig, richtig schön gemacht. Also viele Felder, nicht zu wenig. Ich weiß ja, dass der eine oder andere immer so ein bisschen, ne? Hier haben wir oben ein bisschen größere Felder, dann haben wir kleine in der Innenstadt, unten dann noch Wald und diverse Höfe und Gebäude. Da gehen wir natürlich jetzt gleich drauf ein. Wir sind erstmal hier unschwer zu erkennen am Haupthof, den ich ganz persönlich richtig geil finde. Also er hat ja von Five Farmer Tom das Wohnhaus, ne, unschwer zu erkennen. Und so wie der das hier eingefasst hat, gefällt mir richtig gut. Richtig gut. Ne, also mit den Gebäuden von Tom. Hier stehen schon die Maschinen, Joskin, Wasser. Ja, das vorhin so beim Überfliegen, Fliegen habe ich schon gesehen. Er hat hier Knöderich und er hat halt, also sind ja die Originalgebäude, aber er hat die Gebäude ja das dunkle Holz genommen. Ich glaube, das ist nicht normal. Ich weiß nicht hundertprozentig, weil ich habe das noch nie so dunkel gesehen in dieser Holzoptik. Wenn es ja ist, dann, ja, dann haben wir es nicht gesehen. Wir gucken mal rein. Ist auch egal. Wir haben am Anfang, wie unschwer zu erkennen, die Fahrzeuge von Joskin bzw. von Amazon, die Saat- und die Düngermaschine. Dann haben wir diesmal zwei Brandner-Anhänger, auch sehr schick. Und den Deutz, alle schon wieder völlig verranzt. Und die Scheibenhecke, die Horsch, ein Morgi, die Morgi. Also, sieht aber auch geil aus, ne? Naja, wir gehen mal weiter. Ja, dann zwei Unterstände auf Kante gebaut. Und dann hat er hier ein Stück Holz, oder was ist das? Ja, damit das so zusammen ist. Das sieht sehr gut aus, Kalle. Das sieht richtig gut aus. Gehen wir mal hier rein. Beton, Stroh, das ist Deko, ne? Ja. Hier haben wir den Zedder. Da oben könnten wir. Könnte man nicht. Was ist denn hier los? Ach, Hühner. Schwadder, Zedder und die ganzen Maschinen. Es ist, sieht. Moment mal. Gab es den Ton schon? Bisschen überfordert gerade. Keine Ahnung, auf jeden Fall Hof, überall Pfützen und Dreck. Also so ein bisschen dirty Hof. Hier sind die Hühner, das ist klar. Dann geht's hier hinten. Wo geht's hier hinten hin? Zur kleinen Straße, nebenan. Joop. Dann haben wir hier einen Fan 500. Aber also diesmal ist Dirty Look. Das heißt, so gesehen hat der liebe Kalle auch wieder zugehört. Weil die Leute gesagt haben, ich mag dies, ich mag ein bisschen dirty, ich mag hier. Hier mit schön MF, schön abgeranzt. Also mir gefällt die Karte so auf den ersten Eindruck schon sehr gut. Muss man sagen. Aber St. Kalle ist schon. Ja, St. Kalle, geil. Auf jeden Fall geile Namensgebung. Wir hatten Frühling, wir haben Butschern, jetzt haben wir St. Kalle. Ist ja geil. Ja, dann kleine Fendtmaschinen für Weinanbau und alles ist auch hier. Also ist schon gut ausgestattet hier, würde ich mal sagen, ne? Ich kann mal hier Funzel anmachen. Schon ein paar Beine, alles da. Das mit dem Stall finde ich tierisch, ne? Also das finde ich richtig gut. Also, gefällt mir sehr, 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 sehr gut hier. Kalle. Kalle hat meinen Geschmack wieder getroffen. Sieht richtig schön aus, auch mit den Wegen hier. Und alles schön dirty. Dirty mag ja der liebe Paddy. Hä? Okay, zwei Beinanhänger, kein Kipper. Ja, schöne Grasweide, gleich mal nebenan. Da freue ich mich ja natürlich zu zocken, Leute. Misthaufen. Ja, Gebäudepacks ist natürlich der Hof hier. Misthaufen. Also drei Mods oder so, also sehr wenig. Alles gut. Hier kommt man zur Straße. Auch keine nervigen Töne oder so. Wunderbar. Hier hat er schön die Auffahrt gemacht. Beziehungsweise verlängert, wie man sieht. Oh, hier haben wir einen Schäfer. Komme ich da von außen ran? Wunderbar. Können wir ja hier schön einlagern.
Das finde ich gut, das finde ich gut. Gut, das ist der Hof, das zum Thema dazu. Ich kann ja mal so einen kleinen Überflug machen, so mal vom Baum, damit ihr das mal so sieht, von oben. So sieht das Ganze aus, alles hier so mit den Einfahrten und mit den Dirty Flecks und hab nicht gesehen, also wunderbar. Eine schöne Straße. Erinnert mich so ein bisschen mit den Wegen hier, so wenn ihr das so seht. Könnte Latt hier Elerbach sein, ne? Von den 19er. Hier haben wir Wein. Nee, gefällt mir so mit den kleinen Straßen und Wege, gefällt mir richtig gut. Hier haben wir Pitschi-Patschi-Wasser. Da ist ein kaputter Baum und eine Brücke. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Eine Burg. Hier sind von Lord die Häuser. Schön gemacht. Schön verarbeitet. Guck mal hier. Was ist denn das? Achso, hier ist. So gesehen, Verkaufsstelle und daneben noch so ein Hofgebäude und so. Das finde ich, das ist hübsch gemacht. Hübschi, Paddy schon wieder bei Hübschi. Hier haben wir, upala, upala, wenn ich außerhalb der Karte, ja, Entschuldigung. Das ist von Frankreich Karte, oder? Ist aber ein Verkaufspoint, seht ihr das? Ja, aber hier sind mehrere Verkaufspoints, gehen wir aber gleich noch drauf ein. Gefällt mir sehr gut, hinten geht's zum Tunnel, wir gehen mal hier rüber. Ja, das fand ich geil. Das habe ich vorhin beim Überflug gesehen. Da dachte ich so, hä, ist doch ein Originalgebäude. Ne? Ist es ja auch. Sieht man, er triggert das ja an. Da hat der Kalle die Schweine hingeprügelt. Offenen Schweinestall mit einem Unterstand und hier drüben die Mistplatte plus, hab nicht gesehen. Die Idee ist gut. Ja, kann ja nur der Kalle drauf kommen. Ich habe die ganze Zeit immer überlegt, wie können wir denn mal so eine Alternative machen für so Schweinestall oder so, weil der Originalschweinestall, der gefällt mir nicht. Kalle zeigt uns, wie es geht. Finde ich cool. Das ist richtig geile Idee. Gefällt mir sehr gut. Passt auch schön ins Gelände hier rein. Was haben wir hier Schönes? Hier haben wir eine kleine BGA. Die ist auch fest verbaut. Also müsst ihr nicht downloaden. Die ist schon drauf. Sehr schön. Unterstände. Und auch nicht zu groß, weil wir. Ich meine nur die Karte, ne? Ist Süddeutschland. So, ihr habt hier Kalk, Dünger. Auf. Richtig. Meine Abschüttfunktion ist nicht da. Hier vorne ist Abschütt, das ist alles schön und gut. Kalk, Saatgut, alles wieder auf so Hut. Also auf der Karte. Wunderbar. Ja, hier kommen wir rüber. Also falls jetzt einer sagt, das erinnert mich so alles. Ja, hier war ursprünglich, wenn man das jetzt als Gegenkarte die Frühling nimmt, wäre denn da der Schafhof gewesen. So, jetzt gehen wir hier mal rüber. Über die Brücke. Und dann hier die Grasweide. Da hinten sieht man noch ein bisschen das Dorf. Die Dörf. Auch schön gemacht, ne? Die Schäfchen mit den roten Puffbeleuchtungen. Und auch genug Fläche, ne? Wenn jetzt die Ware kommt, dass man hier ablagern und einstellen kann, das hat er. Aber wie, man sieht ja schon, Kühe, Hühner, Schafe, Schweine, alles da. Alles da. Gut, bei Butchern auch, aber ihr wisst schon, wie ich meine. Ist alles da. Er hat sich so ein bisschen ein paar Ideen da reingegrapscht, hat er echt gut gemacht. Sieht echt schön aus. Ja, aber der Vorteil ist natürlich, dass ein bisschen Frühling-Ähnlichkeiten da sind, dass da werden die Leute sich schneller zurechtfinden. Ne? Das ist natürlich cool. Hier sind die kleinen Wege, das hat er auch sehr schön gemacht. Hier ist das kleine Dörf. Hier haben wir unseren Haar. Oh, er wächst mich schon wieder aus, Entschuldigung. Ja, da ist der Grillplatz. Ja, Entschuldigung, ich bin außerhalb der Karte. Diesmal aber geht das hier länger nach oben. Hier ist die Kirche und hier ist der Shop oder was? Jans LT, wer ist Jans? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Schön eingefasst, schöne Optik, da ist noch eine Steinfriese. Gefällt mir sehr gut. Ohne Scheiß, gefällt mir. Kann man das verkaufen? Also, Produktion. Kuchen. Kaiserschmarrn. Ja, sieht schön aus. Hier hat er auch noch so ein Deko-Gebäude gemacht. Hoppala, Entschuldigung. Ja, ich gehöre so mal zu weit nach außen. Hat der Deko das Gebäude nochmal genommen von Tom und hat das einfach als Deko-Gebäude hingepackt. Seht ihr das? Gefällt mir sehr gut. Schöne Karte. Schön, schön, schön. Ja. Hier haben wir dann auch eine Weide wieder. Mit Mukus. Ist das eine registrierte Weide? Ja. Müsste man dann nur kaufen, dann wird sie angezeigt. Schön so im Gefälle. Also so auf der Kuppe. Gefällt mir richtig gut. Ja, die Karte generell so vom Stil und alles.
Ist schick, muss man echt sagen. Gefällt. Also, bis jetzt bin ich nur positiv überrascht. Was haben wir hier? Was ist hier? Achso, da hat er so mit Absicht. Okay, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Ja, Forstfirma. Da hat aber die Firma richtig Asche gemacht. Alter, die Waldfee. So. Muss jetzt mal gucken, wo wir hier sind. Wir kommen wieder zu unserem Hof. Okay, einmal rum. Ich bin hier falsch. Ich muss noch mal kurz zurück. Kleinen Blick. Hier sind nämlich Pferde. Ich muss ganz ehrlich mal sagen. Also jetzt in den Arsch kriegen muss ich ja nicht, aber ich muss ganz ehrlich mal sagen, er hat die Gebäude, auch wenn es hier und da Originale sind, perfekt eingebunden. Oder nicht? Findet ihr nicht? Also ich bin ja nicht so der Pferdefreund und spiele nicht so gerne, aber hier würde ich mit Pferdchen spielen. Das sieht schön aus, das sieht richtig schön aus. Oder wie Paddy sagen würde, hübschi. Nee, gefällt mir richtig gut. So hier mit den Steinen und mit den Sielen vorne und so. Dann hier hinten wieder ein kleiner Sandweg lang und so. Das ist genau. Das sind aber auch geile Gebäude hier. Wo hat er die denn rausgepult? Ja. Hier ist Supermarket. Beziehungsweise da ist. Geil aus, ne? St. Kalle. Steht da? Bauernscheune. Boah, da gibt es immer ein kleines Stückchen auf die Hüfte, ne? Ja, hier haben wir dann auch nochmal Tank gucken, gleich nochmal im Menü, was wo ist. So, und zwar, wir waren in der City. Kaufschätzungen, Saatgut, Mineraldünger, Kalk. Hier kriegen wir also unser Shit, den wir eben gerade gesehen haben. Hier haben wir Bauernscheune, das ist ja Kalle. Schreinerei, Bäckerei, Schneiderei. Ist klar, wenn ihr von T-Shirt zu Stoff, Stoff zu Wolle, ne, ist klar. Kaffee, Kucheneck. Kucheneck. Restaurant Kaiserschmarrn. Da war eben der Shop und das Dings. Ja. Also hier spielt die Musik ab, wenn ihr Saatgut und etc. braucht. Sägewerk, Getreide, Zucker, Trauben, Öl. Also produktionstechnisch kann man hier alles machen. Das ist schon mal klar. Hier ist ein Wassertank, da habe ich gar nicht gesehen. Muss ich mal gucken. Hier ist eine Tankstelle, die habe ich gesehen. Karma. Oh, Hühner. Gefällt mir sehr gut. Mineral. Biogas. Ja, St. Kalle Designmöbel. Kannst du Möbel herstellen? Viehhandel. Losbeck Mo L Bad Losenberger Mode. Okay. Traubensaft. Und Burgschenke. Das waren die beiden, die wir da hatten. Zu den Feldern am Anfang. Wir haben hier das Weinfeld. Wir haben hier oben die Äste. Der Hof, dann ist hier die Grasweide und Weizen. Entschuldigung. Also Weizen, ja, Stroh, Eintrieb, Trauben, alles wunderbar. Also wie gesagt, der Hof, die Optik und die Karte gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut. Wir werden da auf jeden Fall mal ein bisschen spielen drauf, würde ich mal sagen. Aber das ist erstmal so der erste Eindruck. Ja, ursprünglich wollte ich einen Trailer machen, hatte ich ja schon, schreibe mich nicht so an, angepriesen, aber das Anpriesen hat sich so überschnitten, weil ich dachte erst, dass die Karte später kommt und wieder ein bisschen exklusiver rankommt, aber das war nicht so. Dementsprechend stelle ich euch erstmal die Karte vor. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir werden natürlich diese Karte spielen, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Gefällt mir richtig gut, es gefällt mir richtig, richtig gut. Auch von, also nicht unbedingt Süddeutschland, das ist nicht das Problem, sondern wie er es angelegt hat. Da ist die Halle, dann eine Halle über Eck, da vorne das Gebäude, hier hinten der Stall, auch die Farbe mit dem Braun und so. Hast du gut gemacht, Kalle, gefällt mir sehr, sehr gut. Ne? Ja, sonst Paddy ja nicht immer nur am Jammern, ne? Gefällt mir echt mal gut. Auch hier mit dem Holz, alles schön fein gemacht, keine Rüberlappen oder so. Hier haben wir Wasser. Gefällt mir, oder? Was sagt ihr? Also mir gefällt sie auf jeden Fall sehr gut. Ja, wie gesagt, ihr dürft natürlich gerne liken. Ihr könnt natürlich, wenn ihr neu seid, abonnieren. Wir werden die Karte natürlich zocken. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende und ich bin raus. Ich bin euer Paddy. Ciao, ciao.